Hallo, mein Name ist Dr. Matthias Blanke. Ich bin Orthopäde und Unfallchirurg und möchte in meinem Ratgeberportal Fragen zur Orthopädie und Endoprothetik beantworten. Heute geht es um das Hüftgelenk. Wie wir hier sehen, wird das Hüftgelenk aus dem Oberschenkelknochen mit Hüftkopf und dem Beckenknochen mit Hüftpfanne gebildet. Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk und lässt eine große Bewegungsvielfalt zu. Damit es zu keiner großen Reibung im Hüftgelenk kommt, sind die beiden Knochen mit einem ca. 3 bis 4 mm dicken Knorpel überzogen. Dieser Knorpel hat die Eigenschaft, die Reibung zu reduzieren und Stöße, wie sie typischerweise beim Gehen, beim Springen und Laufen auftreten, abzudämpfen. Wie wir hier an diesem Modell sehen, ist um das Gelenk herum neben der Kapsel und der Gelenklippe eine sehr kräftige Bandstruktur. Diese Bandstruktur stabilisiert das Hüftgelenk. Dies lässt uns zum Beispiel völlig entspannt stehen, ohne Muskulatur anzuspannen. Das Hüftgelenk stabilisiert sich sozusagen selber. Unser Hüftgelenk ist aber in der täglichen Bewegung, im Stehen, im Gehen oder beim Sport hohen Belastungen ausgesetzt. So ist es nicht selten, dass es zu Belastungen größer dem eigenen Körpergewicht kommen kann. Durch derartige starke Belastungen, wenn sehr viel gegangen wird oder viel Fahrrad gefahren wird oder eben durch Verletzungen beim Sport, kann es zu Veränderungen im Hüftgelenk kommen, die Beschwerden verursachen. Somit ist unser Hüftgelenk ein sehr beanspruchtes Gelenk. Durch diese Beanspruchung, durch Verletzungen oder auch Verschleißerscheinungen kann unser Hüftgelenk Beschwerden verursachen. Ich hoffe, diese kleine Einführung in das Hüftgelenk hat Ihnen gefallen und freue mich auf das nächste Mal. Bis demnächst.